Als quasi Gegendemo zur Regenbogenparade hat die Christlich-Soziale Arbeitsgemeinschaft, kurz CSA, zum Marsch für die Familie geladen, und zwar vom Stephansplatz zum Minoritenplatz. Die CSA verlangt die Abschaffung des Sexualkundeunterrichts in Schulen, der Kinderkrippen und die Abschaffung eingetragener Homo-Partnerschaften. Eine Gegendemo zu dieser Gegendemo hat es auch gegeben von der Sozialistischen Linkspartei bei der Pestsäule. Unterstützt wurde diese Kundgebung auch von der Hochschülerschaft. Der Rubel rollt.